So, wir haben heute auch wieder offenes Mikro. Es waren ja ein paar Worte. Vielleicht Angela, du hast jetzt den Check gekriegt. Alle sind jetzt bestimmt gespannt, was du noch zu erzählen hast. Warte, bring das Mikro. Hallo Braunschweig. Ja, ich möchte mal ein paar Worte darüber verlieren, wie die ganze Krise in der Ukraine eigentlich angefangen hat und was davon in unseren Medien stande. Also, ich glaube, zu sagen, es fing mit dem Maidan an, ist falsch. Ich würde mal sagen, es begann 1954, als Chruschtschow damals die Krim der Ukraine angegliedert hat, innerhalb der Sowjetunion. Und als 1991 die Sowjetunion zerfiel, die Krim dann bei der Ukraine blieb. Mit einem Vertrag zwischen Russland und der Ukraine, der der Ukraine jedes Jahr viele Millionen brachte, dafür, dass die Truppen der russischen Armee weiter die Schwarzmeerflotte auf der Krim halten konnten. Ursprung war auch die Orangenrevolution unter Timoschenko, die bereits damals gelenkt wurde, die damals schon 11,5 Milliarden von der Europäischen Union bekam und dieses Geld im Sand versickert ist und nicht dem Lande zugute kam. Es begann mit den Oligarchen, die das Staatseigentum privatisierten, keine Steuern zahlten, immer reicher wurden. Die Bodenschätze ausbeuteten und das Volk wurde immer ärmer. Es ging schlechter als zu Sowjetzeiten. Und dann kam es eben zu den Gasverträgen mit Timoschenko. Dann gab es den Sturz, wo ihr die Korruption nachgewiesen wurde, sie im Gefängnis landete und eine Angela Merkel sich da hinstellte und protestierte, dass eine Steuerbetrügerin unrechtmäßig im Gefängnis sitzen würde. Eine korrupte Oligarchin. Es begann dann mit dem Maidan, als die Menschen gegen Korruption auf die Straße gingen. Uns wurde hier erzählt, sie gingen wegen der Anbindung zur Europäischen Union auf die Straße. Das ist Quatsch. Fragt die Menschen, die friedlichen Menschen, die damals auf dem Maidan waren. Es ging um die Regierung Janukowitsch, es ging um die Korruption, die ausufernde im Lande und dass die Menschen bald nichts mehr zu essen hatten. Energie immer teurer wurde. Es bewegte sich nichts im Land, es wurde nichts besser, im Gegenteil, es wurde alles teurer und bei den Menschen kam wieder einmal nichts an. Dann wurden auf dem Maidan die Proteste gewalttätig. Es kam der rechte Sektor, die Svoboda und viele andere. Es gibt in der Ukraine sehr viele rechte Gruppierungen. Und die haben dann aus dem ganzen Land, aus der Umgebung von Lviv, mit Bussen die jungen Menschen herangekarrt, haben sie mit US-Dollar frisch importiert aus den USA, mit Flugzeugen eingeflogen, bezahlt. Gibt es Videos, kann man sehen. Haben man sie Drogen ausgegeben, also man hat sie unter Drogen gesetzt und aufgeputscht. Und es wurden Ressentiments gegen Russland und Russen immer weiter geschürt. Eine Entwicklung, die seit 1991 in der Ukraine schon fortgeschritten war, nachdem die Geschichtsbücher geändert wurden. Kann man nachlesen. Es entwickelt sich der Anti-Maidan. Es waren die friedliebenden Bürger in der Ukraine, die sich gegen diese Gewalt aussprachen, die dagegen protestierten und die friedlich in ihrem Land leben wollten und friedliche Beziehungen zu Russland und zur Europäischen Union haben wollten. Die sich nicht gegen das EU-Assoziierungsabkommen aussprachen, sondern sagten, wir wollen mit allen Ländern friedlich leben. Im EU-Assoziierungsabkommen steht explizit drin, dass die NATO die Ukraine unterstützt. Was hat das in einem Assoziierungsabkommen, in einem Handelsabkommen zu suchen, frage ich mich. Es kam zu den ersten Schlägereien, Überfällen auf die
Kommunistische Partei, auf Abgeordnete der Kommunistischen Partei, auf Russen. Es wurde die russische Sprache verboten. Und was besonders im Donbass eingeschlagen hat, aus dem ganz einfachen Grund, dort ist halt mal ein großer Teil der Bevölkerung russisch. Dann sind diese Menschen zum Anti-Maidan hingefahren und auch wieder mit Bussen zurückgefahren. Die sind ja da nicht die ganze Zeit geblieben. Und dann wurden diese Busse abgefangen. Ich habe die Bilder noch vor mir. Sie sind grausam. Und wo die Leute aus den Bussen rausgeholt wurden, verprügelt wurden, in den Straßengraben sind, die gelandet sind, totgeschlagen wurden. Richtig totgeschlagen. Die Busse wurden abgefackelt. Ich habe die Bilder gesehen. Das war das Erste, was sich bei mir richtig eingebrannt hat. Dann die Schüsse auf dem Maidan. Das Massaker vom Maidan. Mit über 100 Toten. Wer die Bilder gesehen hat und wer vorher gesehen hat, wie der rechte Sektor, die Berghut von Janukowitsch mit Molotow-Cocktails angezündet hat. Es gab unzählige Videos im Netz, man konnte sie sehen, es war fürchterlich. Es hieß nur, Berghut wäre gewalttätig geworden. Aber wenn man gesehen hat, wie die wirklich bei lebendigem Leib angebrannt worden sind, dann ist man einfach nur noch sprachlos gewesen. Doch darüber stand nichts in unseren Zeitungen, darüber war nichts in unseren Medien, nichts, gar nichts. Auch das, auch wo die Anti-Maidaner da auch totgeschlagen wurden, es war nichts in unseren Medien. Und so hat die Gewalt sich immer weiter im Land entwickelt. Und so wurde auch im Donbass Horden umgezogen. Und so sind die auch auf der Krim schon gewesen oder waren auf dem Weg zur Krim. Und daraufhin hat die Bevölkerung der Krim gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und es war abzusehen, dass sich auch die ukrainische Armee dann irgendwann auf der Krim festsetzen möchte, weil der große strategische Plan war gewesen, dass die NATO Stützpunkt auf der Krim einrichtet. Eine höhere Provokation Russlands gibt es nicht. Der Rest ist bekannt. Es erfolgte die Sezession der Krim. War die völkerrechtswidrig? Nein. Verstieß sie gegen die Gesetze der Ukraine, gegen die Verfassung der Ukraine? Ja. Aber wenn in Schottland sich die Schotten ein Referendum geben können zur Abspaltung von England oder in Katalanien, warum dann auch nicht in der Ukraine? Das ist doch ein Widerspruch in sich. So nahmen aber immer mehr die Bilder der Gewalt überhand. Die Krim war wieder an Russland gefallen. Im Donbass haben die Menschen sich verteidigt gegen die einfallenden Horden, haben die ukrainischen Behörden geschlossen und haben die Republiken Donetsk und Lugansk ausgerufen. Daraufhin hatte die Ukraine nichts anderes im Kopf, als sofort die Armee ranzukommen und den Donbass zu beschießen. Es wäre genau dasselbe, wenn Bayern in einem Referendum beschließen würde, sich von Deutschland abzutrennen, sich als freier Freistaat Bayern erklärt und die NATO fängt dann an, Bayern zu bombardieren. Nur um das mal bildlich irgendwo aufzuzeigen. Dann hieß es immer, ja, Russland liefert Waffen. Ich habe bis heute noch keinen einzigen erwiesenen Beweis gesehen, dass Russland Waffen geliefert hat. Alle Bilder im Netz haben sich als falsch erwiesen. Das ist ganz einfach zu prüfen. Es gibt Programme, da klickt man das Bild an, rechte Maustaste, für das Bild überprüfen und Tinei dort eine ganze Liste auswerfen, wo dieses Bild überall schon aufgetaucht ist. In Syrien zum Beispiel oder in Georgien. Und dasselbe Bild wird uns dann als Waffenlieferung von Russland an den Donbass erzählt. Auch so. Das ist die Manipulation. Im Prinzip braucht man bloß mal beim Spiegel schauen. Jedes Bild vom Spiegel ist gefälscht. Gibt es auch zahlreiche Artikel darüber. Und was man nicht vergessen darf, im Donbass gab es genauso viele Kasernen. Und diese Waffen hat jetzt der Donbass. Alleine im Kessel von Debaltseve ist so viel Munition gewesen, dass der Donbass gesagt hat, die brauchen auf Jahre keine Munition mehr. Das einzige Schlimme, was Russland macht,
Es liefert regelmäßig Hilfskonvois. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen, zuletzt war ich bei der Zahl 25. Russland liefert Medikamente und Nahrungsmittel und betreibt in Donetsk und Lugansk freie Apotheken, wo man mit Rezept hingehen kann, kann dann seine Medizin bekommen, zum Beispiel Insulin. Weil die Ukraine den Donbass komplett abgeriegelt hat, es werden keine Renten ausgezahlt, die Grenzen sind dicht, es wird nichts hingeliefert, keine Medizin, die Menschen sind sich selber überlassen, die sind auf Hilfe angewiesen. Und das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen was tun, wir müssen spenden. Man kann in Russland bereits für 44 Cent ein Kilo Mehl bekommen. Es gibt viele andere Lebensmittel, die günstig zu erwerben sind, die den Menschen das Überleben ermöglichen. Es gibt sehr viele private Initiativen. Wir arbeiten zusammen mit Olesia Klimuk, die die Tütensuppenaktion ins Leben gerufen hat. Und werden mit Olesia und ihren Helfern, also wir gehen einkaufen und sie sorgen dann dafür, dass die Sachen auch in den Donbass gelangen. Man sieht so viele Bilder und ich habe so viele Bilder in diesem Krieg gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie nur durch meinen Monitor gesehen. Ich war nicht vor Ort. Aber ich habe live die Webcam aus Donetsk angehabt und den Beschuss miterlebt. Die Artillerie. Jetzt erst vor 2 Tagen ist erst wieder bombardiert worden, ne? Wo die Videos wieder hochgestellt wurden. Ne? Und dann frage ich mich manchmal, wie irre muss man eigentlich sein? Wie irre muss man sein, dieser Ukraine noch Geld zu geben von der EU, ohne zu sagen, aber nur, wenn ihr Minsk II durchsetzt und nicht anders, und zwar Wort für Wort.